Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Wie auch voriges Jahr ist unser erstes Video in diesem Jahr ein Rückblick auf das letzte Jahr. Wir haben jetzt Anfang Jänner 2021 und wir möchten euch einen Zusammenschnitt aus dem letzten Jahr zeigen. Es ist einiges im Video zu sehen: Fiedern, Angeln mit Bose, Fliegenfischen und auch Spinnfischen. Dieses Video ist unser längstes Video bis jetzt mit über einer Stunde Länge. Wir wünschen euch Betrifier 2021 und würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und uns auch heuer wieder zuseht. Ja, bitte! Ich habe jetzt einmal die Tageskarten geholt und jetzt fahren wir an den Teich angeln. Denkmalschutz. Wir angeln heute im Waldviertel und zwar das erste Mal am Frauenwieserteich. Als erstes angle ich mit Maden und einem Futterkorb. Das Ganze auf einer Fiederrute. Genau. Schauen wir mal. Aha. Lockmittel, Superperle, Maden, Mark. Ich angle jetzt einmal mit drei Tauwürmern, einem Futterkorb und werfe das jetzt einmal aus. Oh, der erste Fisch des Tages. Eine Brachse. Eine Brachse. Wasser rein, Wasser rein. So, da steht 1 zu 1. Jeweils eine kleine Brachse. Auch ich habe jetzt eine Brachse gefangen. Diese Brachsen schimpfen, so, das habe ich noch nie gesehen. Sie wackeln mit dem Deckel und machen dabei ein Geräusch. Brachse, die zweite auf Tauwurm. Meine zweite Brachse heute auf Tauwurm. Eine schöne Rotfeder. Eine sehr schöne Rotfeder. So, jetzt hat auch Sarah eine Brachse gefangen. Na, war das lustig, Sarah? Ist riesig! Naja, für dich ist es schon ganz schön, ne? Bissspur von jungen Raubtier. Naja, die größte Brachse des Tages, glaube ich, fast. Ich bin glücklich! Und Sarah hat noch eine Brachse gefangen. Diese Brachse hat auf Maden gebissen. Mit Schwimmermontage. Eine Brachse. Ja. Die nächste Brachse. Die nächste Brachse, ja? Momentan habe ich 4 Fische gefangen, mein Papa 2 und meine Schwester auch 2. Das werden wir noch aufholen. Mein 5. Fisch heute, eine kleine Rotfeder. Und Marc hat schon wieder einen gefangen. Kescher. Ja, eine Brachse. Eine etwas größere Brachse diesmal. Eine Brachse. Mein 6. Fisch. Eine Brachse mit Laichausschlag. Genau, bitte. Dank. Die Brachse bellt. Wir haben nur einen Spargelkarpfen. Der ist nicht besonders groß. Ein schöner Schuppenkarpfen. Ja, komm her, komm her. Ja, nein. Ui, einmal klappt er hin. Marc, weg mit dem Kescher. Nächster Versuch. Nächster Versuch. Ins Wasser rein. Und jetzt auf den Kescher. Ja, wir haben ihn! Wir haben ihn! Karpfen ist gesichert. Oi, der wiegt was. Oi. Ein schöner Fisch. So, jetzt bin ich aber in Führung mit dem Gesamtgewicht, glaube ich. Leider ja. Okay. Ein Karpfen mit 50 cm. Der Karpfen wird ausgesetzt. Und schon wieder einer.
Eine weitere Praxe. Okay, tschüss, grüß dich, Alexander. Das macht nichts. Los, hochholen. Hoch. Genau. Und zur Abpackmatte. Ja. Und noch eine Praxe. Mein nächster Fisch. Ein Biss. Das ist ein kleiner Karpfen. Aber wenigstens einer. Gefangen. Ja. Erster Karpfen. Dieser Karpfen ist nicht sehr schön, hat aber trotzdem ordentlich gezogen. Sonst hat er auch schon wieder etwas. Marc! Eine Praxe. Mal, das Wetter ist nicht gut. Jetzt haben wir auch noch einen Donnern gehört. So, jetzt haben wir alles zum Auto getragen und tatsächlich konnte es anders sein, der Regen aufgehört, genau in dem Moment. Inzwischen sind aber alle anderen Angler hier gegangen und deswegen probieren wir es hier die verbleibende Zeit doch einmal. Ja, immerhin noch eine Praxe. Gefangen. Heute angeln wir auf einem neuen Teich. Auf dem Dreisenthaler Angelsee. Sarah hat heute den ersten Fisch gefangen. Der erste Fisch des Tages. Und dann passierte das erste Highlight des Tages. Angel ein bisschen in die Höhe, Marc. Alexander, die Höhe. Achtung. Wow. In die Höhe, Alexander. Hochheben? Ja. Da geht das. Oh, Hilfe. Nein, kurbeln, lass ihn kurbeln, der macht das. Der Alexander kann das. Sieht schon groß und stark. Den soll ich nicht schaffen. In die Höhe die Rute, in die Höhe die Rute. Was? Kinder, das war Hechte, auf einen Fisch drauf gegangen ist. Seht ihr, macht der hin, deshalb ist es so hin, nicht der Fisch. Ja, das. Der ist gebissen. Der ist komplett zerbissen. Marc. Der hat ein Hecht drauf gehabt. Also, eigentlich war das jetzt so: der Alexander hat diesen Weißfisch gefangen und dann hat er ein Hecht hineingebissen, eindeutig, oder auch ein Zander. Und der hat dann natürlich wieder ausgelassen. Hier noch einmal kurz in Zeitlupe. Na, immerhin ein Karpfen. Ich fange jetzt noch schnell ein paar Lauben. Mit Schwimmer und Maden. Und auch einen. Eine Laube. Marc hat die erste Laube, das hat jetzt keine Minute gedauert. Und die nächste. Pro Minute eine Laube. 16. Mai 2020. Wir fahren an die Raab im Burgenland angeln. Circa 13 Uhr, wir sind am Wasser angelangt. Wir sind sehr neugierig, ob wir hier heute etwas fangen. Hoffentlich fange ich den ersten Fisch. Naja, das wird wahrscheinlich nicht lange dauern. Nach 3 Minuten eine schöne Laube bis an.
Und noch eine Laube. Ja, und was haben wir? Ja. Ich habe gar nichts angelegt. Haben wir keine Laube? Mal schauen wir mal, was das ist. Aua. Mit Wunder. Naja, schaut so aus. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass es hier auch größere Raubfische gibt. Der hat mich ganz arge Bisswunden. Ja, eine Rotfeder. Genau das, was wir wollen. Für ein Hecht. Eine Rotfeder. So, wir haben unseren Köderfisch. Jetzt heißt das, ran an den Hecht. Na, schauen wir mal. Das wird ein Karpfen sein. Bei mir. Er nähert sich. Oh, es ist ein Karpfen. Der ist noch nicht so müde. Auf Maden. Das ist auch der Grund, warum wir einen 8er Karpfenhaken verwenden. Wenn er mir was Größeres einsteckt, dass es uns abreißt. So, der wird schnell abgehakt, dass es wieder ausfällt. Wir haben Karpfen nämlich schon Zeit. Aber müde ist er jetzt noch immer nicht. Na, der ist ja sehr unterwegs, flacher. Und wir haben ihn! So, ein ganz nettes Tier. War sehr unbeabsichtigt. Auf der Abhackmatte. Ein sehr schöner Karpfen, aber den setzen wir sehr schnell wieder zurück. Diesen Karpfen hat mein Vater gefangen. Er hat jetzt 55 cm. Ja, wir setzen wieder aus, weil hier in dem Revier haben sie eine Schonzeit. Also Marc, ab ins Wasser mit ihm. Ab ins Wasser. Mit dem schweren Fisch. Naja, so schwer ist er nicht. In der Raab schwimmen auch ganz schöne Karpfen. Und sie schwimmen auch noch immer. Weil er jetzt gerade wegschwimmt. Der Karpfen ist jetzt auf einen 8er-Haken mit Maten gegangen, mit einem Futterkorb. Naja, selber Köder wie der Karpfen. Einmal ist es ein großer Fisch und manchmal dann auf den gleichen Köder ein kleiner Fisch. Marc, das ist. Was ist das? Ich weiß nicht. Das ist Größeres. Das ist was Größeres. Das ist. Doch! Das ist gar nicht. Das ist ein Karpfen. Ja, aber warum zieht das so verrückt an? Glück gehabt. Das ist jetzt nichts Übermäßiges. Warum zieht das so? Vielleicht, weil ich 7% Kinder bin. Ja, was ist das? Weiß ich nicht, ich such's gerade. Hast du was da aufgeführt hat? Du hast ihn auf der Seite gehackt, ja, irgendwas muss sein, ja. Du hast ihn auf der Seite gehackt. Du hast die Böse gehackt. Ja. Aua. Marc, der kommt zu dir jetzt. Auf. Ja, sonst jetzt aber gleich auf den Trab gehalten. Danke, Mann. Ist er auf der Seite? Eine schöne Farbe hat er. Da ist er. Hast du ihn? Ja, ich hab ihn. So. Das ist. Abgesehen davon, dass ich vorher beschäftigt. Ich fange keine Karpfen mehr. Was? Du hast den oben im Schädel gefangen. Ja, der hat auf jeden Fall diese Größe sehr komisch angezogen. So wie der Karpfen. Den wollen wir gar nicht fangen heute. Aber männlicher wahrscheinlich. Karpfen auf Maden. Noch ein Karpfen. Der hat sehr fest gezogen, weil er sich komisch verhakt hat. Jetzt wird er zurückgesetzt. Jetzt wird der Karpfen aufgesetzt. Der Karpfen geht rüber. Ja, hat schon Zeit. Und ist auch nicht unser Zielfisch heute. Naja, da zieht was. Oh, immerhin ein ganz netter Fisch. Der dritte dieser Art heute. Das ist ein sehr schöner Giebel. Jetzt wird er wieder freigelassen. Na genau. So, das sieht ja aus. Das ist voll schön. Husch!
Ein Schneider. Bitte nicht verwechseln mit einer Laube. Schön langsam wird es Abend und auf der Raubfischroute hat sich leider noch gar nichts getan. Es ist schon sehr dämmerig. 21:30 Uhr. Wir holen leider ergebnislos die Raubfischroute ein. Hecht haben wir leider nicht gefangen, aber wir haben eine gesehen. Ein schöner Hecht. 12 Uhr, wir sind am Angelgewässer angekommen. Heute haben wir uns für diese Stelle entschieden. Jetzt Köderfische. Sarah hat den ersten Fisch des Tages gefangen, eine Laube. Eine schöne Laube. Mama, jetzt haben wir hier gegangen, oder? Gestern hatte ich Geburtstag und ich bekam 2 Angelruten. Eine davon verwende ich heute. Ich fiedere jetzt auf größere Weißfische und Köderfische, wie zum Beispiel Braxen, Güster, Giebel und so weiter. Ein wirklich schöner Platz. So, der erste Fisch des Tages. Fiederrute. Marc freut sich. Oh je. Ein kleines Eitel. Der erste Fisch des Tages nach 6 Stunden Angeln. Das ist schwache Leistung. Letzte Woche gab es ein Biss nach dem anderen. Aber heute ist das unser erster Fisch. Ja. Also unser erster größerer, die Wand wirklich groß ist. Ein Eitel. 19 Uhr, der Abend bricht an. Sicherheitshalber schauen wir nach, ob der Köder weg ist. Sicherheitshalber schauen wir nach, wo der Fliege vorbeifliegt. Das war der Vanessa. Uhr. Leider fängt es jetzt auch bei uns zurück, oder? Und wir packen zusammen. Das Wetter freuen wir uns nicht sehr, aber es wäre leider das Wetter früh so angesagt. Und das Highlight des Abends ist jetzt die Batterie im Auto aus und wir müssen den ÖMTC gerade anrufen, dass er uns Starterhilfe gibt. Die lieben kleinen Kinder haben nämlich etwas zu viel Radio gehört im stehenden Auto. Die haben Handy aufgeladen. Als Highlight des Tages ist uns der Strom im Auto ausgegangen. Jetzt haben wir alles weggeräumt und müssen jetzt 1,5 Stunden auf den ÖMTC warten. Wir nutzen die Zeit jetzt, bis der ÖMTC kommt noch, um Fische zu schauen. Ja, hier gibt es sehr viele Eiteln und Lauben drinnen. 23 Uhr, wir treten die Heimreise an. Uns der MTC jetzt geholfen hat. Es ist Ende Mai. Endlich können wir wieder an den Neusiedlersee gehen. Genau. Lange gedauert. Will er dir? Ja. Diese Woche sind wir endlich an den Neusiedlersee gekommen. Leider ist das Wetter aber auch diese Woche nicht besonders gut. Also schauen wir, dass wir das Beste daraus machen. So. Was ist es? Ein Wels! Der erste Wels des Jahres! Wels! Der erste Wels 2020 gleichzeitig. Der kleinste Wels, den Marc jemals gefangen hat. Aber immerhin, bei 60 Grad Wassertemperatur, ein Wels. Gebissen hat dieser Wels auch Tauwurm. Ja, schade um die teuren Würmer. Zweiter Tag am Neusiedlersee. Es ist leider wieder sehr viel Wind. Deswegen haben wir uns jetzt mal entschlossen, am Anfang mal in einem Kanal, und zwar im Kanal von Ogau, ein wenig zu angeln. Ins Güster.
Armin. Der Seekanal in Ogau sieht ganz nett aus. Allerdings gibt es hier ja kleine Fische. Und es zieht schon wieder ein Wetter auf. Und es beginnt wieder mal zu regnen. Boah, ein schöner Küster. Ein schöner. Eine Ziege! Eine Ziege! Schon wieder einer. Das wird ja bald langweilig, schon wieder ein Küster. Und noch eine Praxe. Und der letzte Fisch für heute. Ein sehr schöner Sichin. 23.17 Uhr, wir packen zusammen. Ja, immerhin eine ganze Menge Weißfische. Heute ist der dritte Tag am Neustlersee für uns. Die ersten zwei haben wir nur sehr wenig gefangen, beziehungsweise kleine Fische. Und endlich hat der Wind aufgehört und wir hoffen, dass die heutige Nacht etwas besser wird. Die Sonne geht jetzt unter. Jetzt angeln wir auf Welse mit diesem Köder. Ein Welschen. Immerhin. Dieser ein Wels sehr kleiner Wels. Ist auch schon ein bisschen dicker als der letzte. Ja, ich würde ganz seine Großmutter kennenlernen, oder die Urgroßmutter. Ja, das wäre mir auch recht. Hier waren wir bereits vor zwei Tagen, konnten hier ein paar kleine Fische fangen. Aber immerhin ein Siechling und auch zwei Praxen. Und probieren es heute hier noch einmal. Wir haben jetzt das Pfingstwochenende am Neusiedlersee verbracht und hier geangelt. Das war das erste Mal am Neusiedlersee für uns nach ca. 1,5 Jahren. Wir hatten leider sehr viel Pech mit dem Wetter. Es war die ganze Zeit eher kalt und vor allem sehr windig. Und genau dieser Wind ist das Problem, warum wir eher etwas wenig gefangen haben. Auch heute am vierten Tag dieses Angelwochenendes haben wir wieder Fische gefangen, allerdings auch keine sehr großen. Und Marc holt die Fische. Na ja, da zappelt er doch einiges. Naja, so schlecht war das gar nicht. Ein schöner Sichling. Ein Sichling von oben. Ein sehr schöner Fisch. Heute angeln wir das erste Mal seit einem halben Jahr wieder an der Donau bei Melk. Wir waren heuer schon an vielen verschiedenen Gewässern, aber hier an einem unserer Lieblingsreviere sind wir heute das erste Mal. Wir versuchen heute verschiedene Fischarten zu überlisten. Das Wasser ist etwas höher als normal. Und schauen wir mal, ob was geht. Genau. Als erstes verwende ich Bienenmaden als Köder. Bienenmaden sind größer als gewöhnliche Maden. Ja, und funktionieren auch sehr gut auf Fische in der Donau. Sie werden auch sehr oft zum Forellenangeln verwendet in manchen Gewässern. Und? Ja! Der erste Fisch des Tages. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde sagen, das ist ein Zobel. Und? Ja, ich glaube, es ist dran, ja. Nein. Maja, oh ja. Ja, ein. Ein Single. Ein kleiner Single. Ein schöner Fisch. Und Fisch Nummer 3 nähert sich. Ja, eine Praxe. Eine große Praxe. Eine schöne Praxe aus der Donau.
Gefallen, gratuliere Marc. Fertig, fertig, fertig. Eine dicke, fette Praxe. Freust du dich, Marc? Ja, die gefällt mir so richtig. Ja, weil Praxen nicht unsere Lieblingsfische sind, aber die ist schön. Diese Praxe ist 50 cm lang. Also Marc, gratuliere, halbe Meter ist schon einmal geschafft heute. Ja. Muss sich nur noch die Fischart ändern. Die Donau ist immer für Überraschungen gut. Wir haben jetzt 3 Fische gefangen und es waren 3 verschiedene Fischarten. Eine ganz schöne, schöne Nase. Eine schöne Nase mit einer riesigen Bisswunde. Vierter Fisch, eine vierte Art. Eine Russnase mit 41 cm. So, doch noch ein Biss. Ja. Oh, eine kleine Barbe. Eine Babybarbe. Ja, schön. So, gefangen. Eine kleine Barbe. Ja, so eine kleine Barbe haben wir hier noch nie gefangen. Aber immerhin, der fünfte Fisch, die fünfte Fischart. Und hier gleichzeitig ein paar Schnecken. Und eine Nacktschnecke ist auch schon. Ich würde nicht sagen, dass es eine ist. Es war ein schöner Angeltag. Wir haben 5 Fische gefangen. Ja, und dazu noch 5 verschiedene Arten. Ja, mit 5 verschiedenen Arten, 5 Fische, ist ja nicht so schlecht. Wir kommen sicher wieder. Als nächstes jedoch werden wir jetzt einmal in die Alpen fahren, oder? Ja. Und dann mal in Salzburg oder Kärnten schauen, was wir dort fangen, oder? Genau. Heute sind wir am Teich am See angeln, auf Forellen, mit der Spinnrute. Jetzt fliegt ein Ettel, ein kleines, oder mittleres. Auf einen. Der erste Fisch, ein Ettel, übel genannt. Und eine kleine Forelle. Kommen wir zum Fischermark. Eine kleine Backhülle, gleich im Wasser abgehakt. Und noch ein Eitel. Alles sehr klein heute leider. Der dritte Fisch ist wieder ein Eitel. So wie der erste Fisch. Wir hören jetzt auf, Spinn zu fischen und versuchen eine andere Montage. Und zwar mit einer Wasserkugel und mit einer künstlichen Fliege. Leider haben wir keine Fliegenrute mit, deshalb müssen wir uns mit einer Wasserkugel behilflich sein. Zum Glück haben wir aber ein paar Fliegen heute mit. Und schon haben wir die Spinnrute umgewandelt in eine Route, mit der wir mit einer Fliege fischen können. Diese Methode ist relativ simpel. Und es hat funktioniert. Oh. Ja, die Glaskugelmontage hat ein zweites Mal funktioniert. Eine kleine Forelle. Aber immerhin eine Forelle. Heute war ich das erste Mal in Österreich alleine fliegen fischen. Marks erste Forelle hat gebissen. Ja. Oh, gefangen, Petri. Die erste Forelle. Ah, ist schon selber abgehackt. Dieser schöne Fisch hat nur 200 cm. Wir lassen ihn wieder frei. Da ist sie. Mit viel Ausdauer ist Marc bei der Sache. Heute war sein erstes Mal Fliegenfischen in einem Fluss in Österreich. Noch eine Forelle. Leider viel zu klein für den Topf. Eine schöne Bachforelle, aber leider etwas zu klein. Ja, müssen wir wieder aussetzen. Auf jeden Fall hat Marc sehr viel Ausdauer.
Einmal ausgeworfen, gleich ein Köderfisch. Das fängt gut an am Wistelstausee. Der zweite Fisch, ein Barsch. Wir sind noch keine 10 Minuten da und haben schon 2 Fische. Ja, ich habe den nächsten Barsch. Dieser Barsch wirkt größer als der andere. Aber wir haben jetzt nicht alle mitgefilmt. Marc hat wieder einen Barsch. Und Marc hat jetzt noch einen Barsch gefangen. Und zwar Barsch auf Wespe. Auf eine Wespe, die er vorher erschlagen hat. Hier gibt es leider auch Hunde ohne Leine. Jetzt habe ich einen kleinen Hecht gefangen. Leider noch zu klein. Ja, der muss noch wachsen. Ja, vielleicht wohl wieder. Ey, und da schwimmt er schon. Jetzt wechseln wir die Stelle. Wir sind jetzt bei der Staumauer am Wistelstausee. Der erste Biss an dieser Stelle. Eine Rotfeder. Und noch ein Barsch. Und ja. Wieder einer. Aber alles leider sehr bescheiden. Und der Große. Und jetzt probiert Marc das mit Spinnfischen an der oberen Grenze des Wistelstausees. Hier stehen die Fische, auf die es Marc abgesehen hat. So, ein Saibling. Ein Saibling mit 49 cm. So ging ein schöner Angeltag am Wistelstausee zu Ende. Wir sind momentan in Salzburg und machen Urlaub. Man könnte sagen einen Angelurlaub. Also, wir wohnen jetzt in Pinzgau und heute fahren wir auf einen Bergsee Fliegenfischen. Ein Bergsee in herrlicher Landschaft. Ca. 1400 Meter Seehöhe, der Hintersee. Der erste Saibling von Marc. Ja. Noch innerhalb der ersten halben Stunde immerhin. So sieht der Saibling aus. Bravo! So, jetzt sorgt Marc dafür, dass die Fliege wieder trocken wird. Ölt sie noch einmal ein und wirft dann mit der gleichen Fliege noch einmal aus. Und die nächste. Ja. Nummer 2. Ist leider etwas kleiner. Wieder ein Bachsaibling. Und eine ganz kleine. Nein! Hat sich wieder abgehakt. Jetzt hat Marc mit dem Trimmer einen schönen Fisch. Ja. Und sieht er? Ja, sieht er. Nein! Ja, leider nicht den großen, aber immerhin. Ja. Petri. Vielen Dank. Und Marc hat den nächsten. Naja. Hopsi, hab ihn. Petri. Das ist schön. Das ist ein sehr schöner Saibling. Heute angel ich bei den Kühen. Oh nein, beim Finkersee in Salzburg. Genau.
Ich gehe da lieber aus. Also ob ich einen Fisch jetzt noch heute esse, weiß ich nicht. Ich habe es geschafft. In der letzten Minute noch einen Fisch. Ein richtig kleiner Babysäibling. Ja, ein richtig kleiner Babysäibling. Der Säibling des Tages. So. Ab geht es an den Angelplatz. Der erste Fisch. Eine Minute Rauswurf, eine Praxe. Oh, immerhin. Es hat nicht lange gedauert. Eine Praxe auf Methodfieder. Petri. Vielen Dank. Und selber ein Tag, okay? Passt. Das passt. Also, das will in das Wasser gleich wieder. Eine schöne Praxe. Genau. Nach ein paar Minuten ist das schon ganz okay. Marc hat noch eine gefangen. Diesmal eine etwas größere. Die ist groß, die Praxe. Das Methodfiedern zahlt sich durchaus aus. Ja, das zahlt sich richtig aus. Praxe Nummer 2. Eine wirklich schöne Praxe. Diese schöne Praxe wird jetzt wieder ausgesetzt. Genau, wir sind hier nämlich an einem Catch-and-Release-Teich. Genau. Und auch so würde ich sie nicht essen wollen. Das verstehe ich. Echt? Ups, und weg ist sie. Und weg ist sie. Wirklich ein schöner Teich und innerhalb ein paar Minuten nach dem Auswerfen gleich zwei Fische, wenn auch nur Praxen, ist doch schon ein Erfolg. Gleich nach dem zweiten Fisch, der dritte Fisch. Keine zwei Minuten später. Also Methodfieder ist hier wirklich super. Immer wieder eine kleinere, aber trotzdem. So, ein Tag wieder. Aua, jetzt habe ich selber den Haken drin. Hey, hau mich nicht! So, der dritte Fisch heute. So, hat eine Praxe gefangen. Nicht der Fisch! Ja, die ist aber schwerer als meine. Na, eine große Praxe. Sarah hat schon lange keinen großen Fisch gefangen. Sarahs erste Praxe heute. Und, wie gefällt er dir? Gut. Okay, zurück ins Wasser, schnell. Die Praxe von Sarah? Diese Praxe. Hat auf Semmelteig gebissen. Hat auf Semmelteig gebissen. Mit einer Schwimmmontage. Und weg ist sie. Ja, der nächste Fisch. Marc hat wieder zugeschlagen. Ja. Ist angerissen. Was ist ja. Es? Ich glaube, das könnte vielleicht sogar ein Karpfen. Wow. Nein, eine Praxe eine wieder. Praxe. Wieder eine große Praxe. Wow, Mickelschiff, Mickelschiff. Nein, die Praxe geht nicht in Schiff mal. Die hat jetzt aber angezogen. Oh ja, es werden immer größer, die Praxen. Gut gemacht und wieder auf Methodfieder. Genau. So, der fünfte Fisch. Hab vorher schon gesagt, der erste war ein kleiner, der zweite war ein großer, der dritte war ein kleiner, der vierte war ein großer und der fünfte ist wieder ein kleiner. Eine schöne Praxe. Und wieder zurückgesetzt. Nicht nur die Großen sind schleimig. Ja, die Kleinen sind auch furchtbar schleimig. So, Sarah hat eine Rotfeder gefangen. Oder ein Rotaug. Na, schwer zu sagen. Oder die Mischung aus beiden. Marc hat etwas dran. Oh, was Kleines. Eine kleine Praxe wieder. Nächste. Und wieder auf die Methodfieder. Oh ja, und wieder eine Praxe. Schnacks und Zeit für Karpfen. Das wird wohl nicht mehr lange dauern. Es regnet. Den ärgsten Schütter. Und jetzt im Auto verbringen. Es regnet hier ein wenig. Heute sind wir am Hof, sage ich euch. Es schüttet momentan und es hat vorher gerade extrem gewittert. Wir sind ziemlich nass. Ja, aber der Regen hat jetzt aufgehört und jetzt werden wir versuchen, wieder weiter zu fischen. Ja. Nach dem Regen haben wir die Stelle gewechselt.
Ein ziemlich großer. Ja. Auf der kleinen Schwimmroute leider. Jetzt kommt er. Ein schöner Karpfen. So, und hiermit übergebe ich an Marc, der diesen Karpfen rausholt, damit ich filmen kann. Ja. Ja, der ist schön. Der zieht. Der hat schon weg. Na ja, hat Kraft. Er ist auf deiner Route zumindest. Wir haben ihn gleich. Er zeigt sich. Ja, er zeigt sich. Oh mein Gott. Er zeigt sich. Geh schon drunter, Sarah. Nein, er haut wieder ab. Ja, einmal geht noch. Er hat geschafft. Auf der Karpfenroute wäre es leichter gewesen. Naja, das ist eine Spinnroute eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Ja. Eine Reisespinnroute. Heute als Schwimmer eigentlich ummontiert. Eigentlich ist es die Route von der Sarah. Ah, jetzt kommt er aber. Jetzt kommt er endlich. Echt jetzt? Ja, einmal geht noch. Einmal geht noch. Veräppelst du mich? Da. Jetzt. Jetzt! Ich kann nicht draufheben! Das ist schwer! Brauchst du nicht draufheben! Wir haben es! Ein schöner Karpfen. Auf deiner Route reingebissen, Sarah, ja? Ja! Marc, den musst du vorsichtig heben. Und auf die Abpackmatte damit. Ich die Abpackmatte da oben. Ja. Der erste Karpfen. Ja, der ist auch ordentlich. Ein sehr schöner Karpfen. Der größte Fisch des Jahres 2020 für uns. Grüß euch. Hallo. 30 Kilo. Der Karpfen wurde zurückgesetzt. Und inzwischen haben wir nicht einmal noch den Mittelfisch wieder draußen gehabt. Und es hat leider wieder zu regnen angefangen. Und jetzt versuchen wir es auf ein neues. Genau. Also, mein Vater war gerade was vom Auto holen. Und währenddessen habe ich eine Praxe gefangen. Ja, eine Praxe noch einmal. Wir haben Fisch, den gleichen Köder wie zuvor den großen Karpfen. Hat Sarah jetzt ein Rotauge, würde ich sagen. Mutwieder. Ein kleines Rotauge ist das. Eine Praxe, eine kleine. Ja, eine kleine Praxe, mal wieder zur Abwechslung. Der kackt. Eine kleine Praxe auf Bienenmaden. Ende. Jetzt wird alles wieder eingepackt, so dass wir nach Hause fahren können. Kaum zu Hause angekommen, wartete bereits ein Biber bei der Einfahrt. Der Biber. Ein Biber hat abbiegen. Ich bin der Biber. Er hat sich Äpfel geholt bei uns im Garten. Und jetzt geht er zurück zum Teich. Wir sind angekommen. Genau. Ins Biber.
Heute angeln wir wieder einmal an der Donau, und zwar in Melk an der Donau. Das ist eines der schönsten Reviere in Niederösterreich an der Donau. 14.40 Uhr, wir sind am Angelplatz angekommen. Ja, was haben wir? Oh ja, ein Grundl. Eine Grundel auf drei Tauwürmer. Haben schon lange keine Grundeln mehr gefangen. Ich habe auch schon lange keine Grundel gesehen. Eine Grundel auf drei Tauwürmer. Welche Verschwendung. Ja. Oh, ja, wir haben was. Und was ist es? Ein Barsch. Ein Barsch. Hätte aber auch ein Wolgazander sein können. Ja, haben wir schon. Nein, ich habe schon doch. Oh ja. Zander, ich habe den ersten Zander! Hab ihn. Petri. Ein schöner Wolgazander. Petri. Bitte, Dank. Ja, noch etwas. Zander. Nein! Oi. Schon wieder so ein Wolgazander, gleiche Größe. Was ist es? Oh ja, kleiner Wolgazander. Der dritte Wolgazander innerhalb von einer halben Stunde. Ja, diesmal wieder ein etwas kleineren Riemen, ein Wolgazander. Petri! Guten Dank! Dieser Zander hat nur 30 cm. Wir setzen es auf. Ja, aber schnell, weil auf der zweiten Route ist schon wieder ein Biss. Genau. Schnell rüber, Marc. Ja, nein, ein großer Barsch, okay. So, ein schöner Barsch. Genau. Petri. Vielen Dank. Dieser Barsch hat 28 cm. Ja, immerhin. Ein Ziegel. Ein Ziegel. Ein Ziegel mit 28 cm. Genau. Ein schöner Fisch. Ja, wieder ein Fisch. Wolgazander. Wieder ein Wolgazander. Ja, ein kleiner Wolgazander. Ja, wieder ein kleinerer. Voll gefangen. So, der ist viel zu klein, sieht man gleich. Immerhin. 30 cm. 30 cm hat er immerhin, ja. Schnell zurück ins Wasser. Genau. Mit dieser Montage fangen wir jetzt jeden Wolgazander. Ja, ein Futterkorb, drei Tauwürmer, Maden. Normalerweise fischen wir damit auf Barben, Wels, Karpfen, Brachsen und alles, so. Auf alles Mögliche. Sogar Aalruten gehen darauf. Genau. Und in dem Fall heute die Wolgazander. Genau. So, einmal geht noch. Jetzt probieren wir es auf Signalkrebse mit einer Krebsreuse. Und schon wieder ein Biss. Da ist was da. Ein Zingel. Der ist schön groß. Ein schöner Zingel, ein großer. Ein sehr großer Zingel. Ja, der ist wirklich groß, werden wir gleich abmessen. Das ist wahrscheinlich der größte Zingel, den ich bisher gesehen habe. Das ist der größte Zingel, den ich je gefangen habe. 33 cm. Ja, ich gratuliere, Petri. Peter, Dank. Eigentlich lasst man die Krebsreuse über die ganze Nacht, aber ich kann es nicht mehr warten. Ich muss es jetzt ausprobieren. Ja, Marc schaut jetzt einmal kurz nach. Bitte, ist da was drinnen? Ja, wir haben hier drinnen. Eins, zwei. Zwei Stück, zwei Stück. Marc hat zwei Krebse gefangen. Und eine riesige Grundel. Meine Beute. Naja, immerhin. Zwei Signalkrebse und eine schöne Grundel. Ja, dann gib mir mal den Krebs raus. Ja, ich versuche es. Oh, Entschuldigung. Ein Signalkrebs.
Und da ist noch ein zweiter, warte. Na, hier mal der Fisch. Eine. Das ist eine sehr große, ich glaube eine Kesslergrundel. Eine ja, Kesslergrundel. Eine Kesslergrundel. Eine Kesslergrundel, die erste für uns für, ja? Genau. Und wieder ein Biss auf Tauwurm. Was ist es? Ja, ist was Längliches. Eine Aalrute! Eine riesige Aalrute! Boah, gratuliere, Wahnsinn! Ja, eine riesige Aalrute! Ja, wir haben sie! Ja! Ja! Marc, ich gratuliere dir! Danke! Ja! Danke! Deine erste Aalrute! Ja! Und das ist gleich Anfang Oktober! Riesig! Ich habe eine für mich sehr riesige Aalrute! Ja, vor allem deine erste! Ja, Rute mit. Leg dich bitte gerade hin. Was willst du sofort machen, wenn du sagst? Nee, 5. Was? Ja, sie ist trotzdem sehr schön, oder? 51 nur? Ein wunderschöner Fisch. Diesmal nicht in der Schonzeit. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso ich ihn im Tuch halte, das liegt daran, dass es so schleimig ist, dass ich sie sonst nicht halten könnte. Genau. Ein sehr schöner Fisch. Und schleimig. Ja, heute ist zudem eine Vollmondnacht. Das hat die Aalrute nicht sehr gestört. Marc hat gerade einen Biss. Ist da was dran? Ja, sieht man doch! Ja, ja, es ist eine Barbe. Es nähert sich eine schöne Barbe, ja. Würde ich sagen, das ist eine ordentliche Barbe. Die wir vergleichen in den Selbstkescher, nein. Oh. Danke. Sie möchte noch eine Runde schwimmen. Die größte Barbe habe ich eigentlich auf jeden Fall. Ja. Das kann ich jetzt schon sagen, um das zu abmessen. Jetzt schon. Und sie kommt zum Kescher. Ich habe sie. Gefangen, Petri Marc. Bitte, danke. 68. 68. Das ist auch super. 68 ja. cm Barbe. Rekord von Marc für dieses Jahr. Und noch ein Biss. Er nähert sich rauf. Ah ja, doch eine Barbe. Ich sage, das ist eine Barbe. Ja, jetzt hat es einmal Gas gegeben. Ja, noch eine ordentliche Barbe zum Abschluss. Eine Barbe mit 60 cm. Weg ist sie. Jetzt darf ich mein Köpfchen schauen. So, und dann hip. Ja, Marc, das ist nicht irgendetwas, sondern... Eine Aalrute! Eine Aalrute! Eine Aalrute! Unglaublich! Eine schöne Aalrute! Kleiner, aber schön! Da will man einen Zander fangen. Und erwischt eine Aalrute. Die nächste Aalrute, die zweite! Na ja. Eine schöne Aalrute. Marc, Petri. Bitte, Dank! Eine Aalrute. Ja, richtig schön. Die Aalrute hat allerdings mit komischen Flecken. Stimmt. 50 cm. 50. 50. Marc hat eine Aalrute gefangen. Genau. Eigentlich wollte ich einen Zander. Und die geht jetzt diesmal zurück in die Donau. Ja. Eine Aalrute mit 50 cm. Bis auf der nächsten Route. Kurz nach der Aalrute wieder ein Biss, diesmal auf Tauwurm. Ja, eine Praxe. Die Praxe. Das ist eine Praxe. Jetzt erkennt man daran, dass sie ein vorstülpbares Maul hat. Genau, ein Güster hat das nicht. Bei der Praxe kann man das Maul vorstülpen. Ja! Ja, auf jeden Fall was Stärkeres. Was ist das? Eine Barbe. Sarah hilft hier schon. Gleich da, sie ist ein Hund. Ah, das ist nicht wieder. Das ist eh schon. Ja, sie möchte noch nicht. Jetzt, schnell! Gefangen! Hilfe! Bravo! Petri Marc! Vielen Dank! Eine schöne Barbe! Eine schöne Barbe, geht zurück ins Wasser jetzt. Genau.
und wieder ein Biss. Und noch eine Barbe zum Abschluss. Man sieht ganz deutlich, dass man nicht, wenn es dunkel wird, gleich nach Hause gehen sollte, wenn nichts geht einmal an einem Tag, sondern durchaus ein, zwei Stunden länger bleiben kann. Barben sind durchaus sehr nachtaktive Fische. Die Barbe nähert sich. Die ist groß. Nein, eine große. Fast. Uiuiui. Na, einen Fluchtversuch hat sie noch. Aber jetzt. Na, komm. Ja. Petri. Diese Barbe hat sehr schöne Flossen. Ja. Das ist ein richtig schöner Signalkrebs. Gefangen mit einer Reuse in der Donau. Sie sind in einem kleinen Fluss, dem Melkfluss, knapp vor der Mündung in die Donau. Es regnet leider, wir haben zwischen November. Aber wenn wir schon da sind, probieren wir es jetzt auch einmal. Ja. Ein kleiner Fisch. Ein Ettel. Ja. So, wieder ein kleines Ettel. Oh, endlich ein gescheiter Fisch. Ja! Schauen wir mal, wenn er im Kescher ist. Ja, so. Petri! Eine Russnase bzw. Zerte mit 45 cm. Und weg ist sie. Und der nächste Biss. Ja, das ist sie. Auch in kleinen Flüssen. Kann man schöne Fische fangen. Da bleiben. Noch fast. Petri! Diese schöne Barbe habe ich jetzt in der Melk gefangen. Wir haben jetzt 5 Fische innerhalb von 2 Stunden gefangen. Das ist für November ziemlich gut. Es ist genau ein Tag vor Weihnachten. Ich bin sehr lange Zeit nicht zum Angeln gekommen und heute würde ich noch gerne einen Raubfisch fangen. Deshalb gehe ich jetzt auf unseren Teich Spinnfischen. Ich montiere jetzt einfach ganz schnell die Spinnrute und gehe dann gleich hinterm Haus angeln. Ich glaube, ich habe was drinnen, aber ich glaube, hier ist ein Fisch. Ja. Ja, zwar kein Hecht, aber... Gefangen hast du was, aber es sind Wasserpflanzenreste bei mir. Aber leider kein Hecht. Das war jetzt leider kein Hecht, das war eine Wasserpflanze. Okay, wenn ich das jetzt befreit habe, versuche ich es einfach noch einmal. Der zweite Auswurf. Ja, da ist voll mit Wasserpflanzen. Dies war der einzige Tag im Jahr 2020, an dem wir außer Wasserpflanzen nichts gefangen haben. Es ist Ende Dezember und wir angeln ein letztes Mal für heuer an der Donau. Was auch nicht sehr schwer fällt, da es nur mehr 2 Tage sind bis 2021. Ja, es wird schon langsam finster. Jetzt Ende Dezember ist das halt leider schon sehr zeitig. Ich hole jetzt für dieses Jahr das letzte Mal eine Rute aus dem Wasser. Was allerdings auch nicht so schwer ist. Wenn man bedenkt,
dass das Jahr endet. Ja! Ja! Doch nicht Schneider heute. Wir haben einen Fisch! Aua, so ist es bleiben so gekommen. Das hätten wir jetzt nicht geglaubt, aber ein Zingel hat sich den Köder geschnappt. Also auch am 29. Dezember 2020 haben wir hier in Melk an der Donau einen Fisch gefangen. Zumindest einen Fisch gefangen, ja? Ja. Der letzte Fisch des Jahres. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch nächstes Jahr wieder unsere Videos schaut. Falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das jetzt machen würdet. Ich wünsche euch ein gutes neues frohes Jahr 2021.